Attica präsentiert die Holzspalter ASP-Serie 4N, 5N und 5UG. Der Holzspalter ist mit einem stabilen fahrbaren Untergestell ausgestattet. Bevor man mit der Arbeit beginnt, muss grundsätzlich die Entlüftungsschraube geöffnet werden. Nachdem die durchgeführten Arbeiten wieder beendet werden, muss die Schraube wieder geschlossen werden. Um eine optimale Führung des Stammschiebers zu gewährleisten, sind zwei Führungsleitplatten unter dem Stammschieber eingesetzt. Eine gut erreichbare Ölablassschraube, die gleichzeitig den Ölmessstab darstellt, ermöglicht nach einem Ölwechsel eine exakte Kontrolle des Ölstandes. Das im vorderen Bereich angebrachte stabile Spaltmesser ermöglicht es, Holzstämme von 50 bis 250 mm Durchmesser zu spalten. Durch Drücken des Einschalters aktiviert man den leistungsstarken 1500 Watt Motor. Um den Holzspalter in Betrieb zu setzen, ist es erforderlich, den Einschalter und gleichzeitig den Ventilhebel zu betätigen, damit der Stammschieber das eingelegte Holzstück gegen das Spaltmesser drückt und zerspaltet. Nachdem der Einschalter und das Ventil losgelassen werden, fährt der Stammschieber in seine Position zurück. Links und rechts vom Stammschieber sind zwei Führungsbleche angebracht. Diese verhindern, dass das eingelegte Material vom Holzspalter herunterfallen kann. Die maximal einzulegende Holzlänge ist typenabhängig. Beim ASP 4N können Holzstücke mit einer maximalen Länge von 370 mm und beim ASP 5N von maximal 520 mm eingelegt und gespalten werden.